Ja, willkommen zum Dresdner WordPress Meetup. Heute in kleiner Runde, aber mit mir. Ich zeige euch heute, wie was Neues in 6.4 dazugekommen ist und erzähle euch auch noch ein bisschen was zum 2024, zum neuen Standard-Theme. Da habe ich ja auch mit dran gearbeitet, in der hauptverantwortlichen Position. Und ja, genau. Ich habe hier schon mal einen lokales WordPress aufgesetzt mit 6.4 und das ist natürlich schon auf 6.4.1. Da ist noch ein kleines Update hinterhergekommen, 2 Tage später, was ein ja, kleines Problemchen, ein kleines großes Problemchen behoben hat mit, ich glaube, älteren Serverversionen. Da gab es irgendwie mit dem Curl, mit der Curl-Version ein kleines Problem, was die Auto-Updates so ein bisschen kaputt gemacht hat, aber das wurde auch relativ schnell behoben und auch noch so ein paar kleine andere Sachen. Aber genau, ich zeige euch jetzt als erstes mal, was neu in 6.4 ist. Und dann kommen wir zum 2024 nachher. Und ja, also wenn ihr ein Update macht, kommt ihr ja meistens auf diese Seite. Die meisten sind dann wahrscheinlich auch schnell wieder weg, weil sie denken, okay, ich muss hier irgendwie meine Beiträge oder Seiten weiter bearbeiten. Aber diese Seiten haben eigentlich auch immer eine ganz schöne Funktion, und zwar, dass sie halt so das rauspicken, was jetzt gerade neu ist in der Version, was neu hinzugekommen ist und das so ein bisschen hervorheben. Das kann man sich hier auch alles anschauen, ist auch alles auf Deutsch übersetzt. Genau, das ist, habe ich mir auch so ein bisschen als ja, Vorlage genommen, was es da Neues gibt. Ich zeige euch aber genau, was da drin ist. Das findet ihr, diese Seite könnt ihr im Übrigen auch immer wieder aufrufen. Also wer es nicht kennt, einfach hier auf das WordPress-Logo klicken, dann landet man genau hier. So, dann machen wir mal die Beispielseite auf. Und dann zeige ich euch mal den Bildblock. Gehen wir in die Mediathek, da sind ja schon mal ein paar Bilder drin. Nehmen wir mal diese schöne Brücke hier. Und was jetzt neu dazu gekommen ist, ist die sogenannte Image Lightbox in 6.4. Das heißt, wenn ihr einen Bildblock hinzugefügt habt, gibt es jetzt hier in der Sidebar mit Klick erweitern. Das macht natürlich jetzt im Backend eigentlich gar nichts. Aber wenn wir die Seite mal speichern und dann hier nochmal ins Frontend reingehen, also uns die Seite halt direkt anschauen, dann seht ihr vielleicht schon, dass sich das der Mauszeiger so ein bisschen ändert und auch hier oben, jetzt sieht man es hier nicht ganz gut auf dem Bild, weil es tatsächlich so ein bisschen dunkel ist, aber hier ist auch noch so ein kleines Icon. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird das Bild halt größer gezogen. Also das musste man früher immer mit Plugins irgendwie fixen, beziehungsweise einarbeiten, weil das einfach nicht im Standard drin war. Und genau, das gibt jetzt quasi auch WordPress von Haus aus. Also man braucht kein Plugin für. Wenn man natürlich jetzt noch größere oder noch zusätzliche Funktionen haben möchte, dann ist das natürlich, das ist sehr rudimentär. Da braucht man dann trotzdem noch ein Plugin, aber für den Großen und Ganzen, für so einfach das Bild größer zu machen, reicht auf jeden Fall auch ein Update auf 6.4. Genau. Dann gehen wir mal wieder in die Bearbeitung der Seite rein. Und dann gehen wir hier in die Listenansicht bzw. die Dokumentenübersicht. Dieses Icon hier, dann gibt es Listenansicht und Übersicht. Und hier wird jetzt auch was Schönes stattfinden, beziehungsweise ich kann den einen Punkt sogar vorziehen, weil ich jetzt hier schon ein Bild hinzugefügt habe. Wenn man jetzt Bilder hat oder auch Galerien, da funktioniert das auch, da ist das dann so ein bisschen gestapelt. Kann ich ja direkt mal eine hinzufügen. Danach hinzufügen. Galerie. Dann nehmen wir auch noch mal ein paar Bilder. 3 zum Beispiel. Die ein. Und dann sieht man die jetzt hier einzeln, weil die Galerie ausgeklappt ist. Aber wenn ich das hier zumache, dann sind die hier so nebeneinander. Also das ist auch neu in 6.4, dass man
so eine kleine visuelle Übersicht hat, wenn ich jetzt den Block nehme und den ganzen Block nehme und ganz nach unten schiebe. Okay, das war nix. Und hierhin schiebe, bis der blaue Balken erscheint. So, dann sehe ich natürlich auch hier in der Listenansicht, wo befinden sich diese Bilder, und die sind ja auch so mehr oder minder nachvollziehbar, um welche Bilder es sich handelt. Die sind zwar extrem klein, aber man hat da so ein Gefühl für und kann dann auch besser hier drüber navigieren. Wo ich eigentlich hier hin wollte, ist aber eine neue Funktion, und zwar gruppiere ich jetzt mal hier zwei Blöcke. Und jetzt kann ich sagen, an einer Gruppe erstmal nur umbenennen. Und jetzt kann ich das Sydney Harbour Bridge umbenennen. Und dann wird mir die Gruppe hier umbenannt. Also wenn man jetzt eine lange Seite hat, die auf der obersten Ebene ziemlich viele Gruppen hat, wo man verschiedene Content-Bereiche hat, die jetzt, wo in den Gruppen noch viele weitere Blöcke drin sind, und man hat alles zugeklappt, dann steht da nur Gruppe, 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 Gruppe. Und das kann man jetzt ändern. Juhu, endlich. Das ist ein Feature, auf das ich sehr lange gewartet habe. Und ja, man kann das eben, wie gesagt, hier einfach umbenennen, also im Kontextmenü hier aufmachen und dann auf Umbenennen gehen. Ich glaube, genau, auch hier unten kann man es noch machen. Da ist dann der Blockname hier schon. Also es ist im Prinzip genau das gleiche Feld. Wenn ich jetzt sage Einführung, dann hat man vielleicht auch gesehen, dass sich das direkt hier schon geändert hat. Und genau. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Feature, womit man den Content auch noch gestalten kann. Bei anderen Blöcken geht es noch nicht. Das hier ist tatsächlich noch ein Fehler eigentlich. Das sollte noch nicht erscheinen, aber technisch ist es schon vorhanden. Ich kann jetzt hier noch sagen, natürlich, kleiner Absatz. Aber wie man sieht, hier tut sich tatsächlich noch gar nichts. Also das ist noch nicht ganz umgesetzt. Theoretisch sollte es dann in der nächsten WordPress-Version hoffentlich auch mit dazu kommen, dass das drin ist. Und soweit ich gehört habe, ist das sogar schon in der neuen Gutenberg-Version drin, in einer der neueren, was wahrscheinlich dann schlussendlich auch in 6.5 landen wird. Genau. Dann das mal zu. Das mal auch. Was brauche ich unbedingt brauchen? Dann haben wir die verbesserte Befehlspalette. Also die Befehlspalette ist noch relativ neu in WordPress. Die gibt es noch nicht so lange. Die kann man mit Command K auf dem Mac oder Steuerung K auf Windows sich öffnen. Da kann man dann sagen, wie sowas wie Seite. Dann kann ich hier eine neue Seite hinzufügen oder eine Einstellung Seitenleiste umschalten. Also das ist das Ding hier rechts. Wenn ich da jetzt draufklicke, ist sie weg. Wenn ich jetzt wieder Command K und wieder Seiten reinmache, kann ich es wieder aufmachen. Ich kann auch hier, was haben wir hier noch? Genau, die Beispielseite ist die Seite, wo ich gerade drauf bin. Und das hier sind Templates aus dem Theme. Dann haben wir einen Template-Part, der Seitenleiste heißt. Und dann haben wir Seiten. Ich glaube, wenn ich hier drauf gehe, genau, dann, das machen wir jetzt mal erstmal, nachdem wir speichern. Dann machen wir Seiten. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe auf Seiten, lande ich im Prinzip wieder, werde ich quasi aus dem, nee, werde ich nicht ganz aus dem Editor geschmissen, sondern komme in diese Seitenübersicht im Site-Editor. Also da kann ich jetzt natürlich hier meine anderen Sachen noch angucken. Es gibt hier eine Frontpage zum Beispiel. Genau, da ist jetzt nicht viel drin. Das ist einfach nur so ein, das sind so Testdaten, womit man Themes testen kann. Das ist hier schon installiert. Da kann man dann auch ganz schön immer verschiedene Funktionsseiten, weil einfach viel Content da ist.
Genau. Das hier ist quasi ein Unterbereich. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, das dauert einen Moment, den man hierüber auch wieder findet. Genau, aber da gehen wir jetzt auch nochmal komplett raus, weil ich ja noch ein bisschen was im Blog-Editor zeigen möchte. Genau, also diese Befehlspalette kam ja mit, ich muss lügen, 6.3 rein, eventuell auch schon 6.2, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Genau, hat jetzt einfach so ein bisschen ein kleines Design-Update erfahren. Und ja, auch man kann damit ein paar machen, also ganz interessante Dinge machen. Auch hier zum Beispiel Editor-Einstellungen, das ist genau das. Da kommt man zum Beispiel auch so hin, wenn man hier drüben auf die drei Punkte geht und dann sagt, Voreinstellung müsste es sein, genau. Und anstatt mit der Maus dahin zu gehen und dann sich da das rauszusuchen, kann ich natürlich auch sagen, die Befehlspalette nutzen und Einstellungen sagen. Ich habe die tatsächlich noch gar nicht so häufig benutzt. Das heißt, ich kann gerade auch nicht sagen, was da jetzt sonst noch alles möglich ist. Natürlich kann man da, wenn ich jetzt sage Frontpage, oh, die findet er mir nicht. Okay. Ah doch, jetzt. Dann müsste ich eigentlich. Ah, okay, dann lande ich wieder hier, wo wir gerade schon waren. Man kann damit also auch schnell zwischen Seiten und hin und her springen. Genau. Hier bin ich jetzt tatsächlich in dem im Side-Editor zwar selber drin, aber auf der Frontpage. Also das ist ein bisschen verwirrend. Da muss man immer ein bisschen gucken, ob man sich in dem Template befindet. Das sieht man hier oben dann immer ganz gut, wo man gerade drin ist. Genau. So, dann springen wir aber hier noch mal raus und wieder ganz normal klassisch in die Seite rein. Und genau, ich habe euch gerade ein bisschen was zum Gruppenblock erzählt, dass man den umbenennen kann und man kann jetzt auch, ich mache das mal hier oben noch mal, wenn man einen Gruppenblock hat. Und da ein bisschen duplizieren wir mal den Textblock hier, schmeißen den mal da oben in die Gruppe rein. Und ich kann jetzt an der Gruppe auch sagen, muss es nur finden, da ist es, ein Hintergrundbild hinzufügen. Also ich kann jetzt hier in die Mediathek gehen. Dann nehmen wir doch mal das schöne Bild hier. Ja, es ist groß genug. Okay, es sieht jetzt natürlich hier nicht aus. Also noch nicht gut aus. Dann machen wir jetzt noch einen Innenabstand. So. Dann machen wir noch einen Hintergrund. Ah, okay. Da müssen wir anders rangehen. Da müssen wir einen Außenabstand machen. Und dann. Ah, okay, das funktioniert natürlich auch nicht. Wunderbar. So, und dann drehen wir aber ein bisschen die. Ja, somit kann man so ein bisschen Coverblock-mäßig in den Hintergrund machen. Okay, das lassen wir jetzt auch mal sein, aber damit ihr so ein bisschen sehen könnt, was hier passiert. Also ich habe im Prinzip am Gruppenblock ein Hintergrundbild hinzugefügt. Das Ganze findet ihr im Stile-Tab, direkt also quasi unter der Farbe und vor der Typografie. Und das ist an dem Gruppenblock mit dran. Und hier habe ich einfach einen Absatz nur reingeschmissen, habe den ein bisschen in den Innenabstand gegeben, dass man ein bisschen mehr vom Hintergrundbild sieht. Genau, aber so kann man jetzt auch mit dem Gruppenblock vielleicht nicht gerade so eine Art von Bild hinzufügen. Das ist tatsächlich ein bisschen ungünstig, aber wenn ihr jetzt so Hintergrundbilder habt, die etwas einfacher von der Farbgebung her sind, nehmen wir das vielleicht mal.
Und dann machen wir den Text vielleicht mal weiß. Wenn wir das wieder hier machen, ist es wieder weg. Genau. Machen wir den Text weiß. Genau. Dann kann man das auch ein bisschen besser erkennen. Aber das ging vorher tatsächlich auch noch nicht. Genau. Dann, was haben wir noch? Wenn wir schon bei Bildern sind, bleiben wir auch mal bei Bildern. Und zwar gibt es jetzt, ich glaube, das Seitenverhältnis gibt es schon länger, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber hier kann man sagen, quasi an einem Bildblock, ich will ein quadratisches Seitenverhältnis haben, 4 zu 3, 3 zu 4, 3 zu 2, 2 zu 3 und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt mal quadratisch nehmen, seht ihr schon, da ist der. Wird das Ganze, wird dieser Block hier direkt mal auf ein quadratisches Format gezogen. Und wenn ich jetzt den Fokus rausnehme vom Bildblock, dann seht ihr hier diesen Platzhalter. Den sieht man, glaube ich, nicht, wenn man im Frontend ist. Genau, da ist er natürlich nicht zu sehen. Aber hier im Backend seht ihr dann, wenn ein Bildblock eingestellt ist, mit einem bestimmten Seitenverhältnis. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel auch auf 16 zu 9 mal mache, sieht man es auch noch mal ganz gut. Dann behält dieser Platzhalter genau dieses Format. Also je nachdem, was die längste Seite ist oder wo die erste Begrenzung stattfindet, da wird das quasi ja, beschnitten. Aber kann man natürlich auch auf 3 zu 2 ist ein bisschen größer, 3 zu 3 ist noch ein bisschen größer oder dann halt eben quadratisch. Genau. Und so kann man quasi im Editor, wenn man zum Beispiel auch Patterns baut, kann man sagen, okay, ich will ein Bild hier haben, was immer das ein quadratisches Seitenverhältnis hat. Dann kann man das da einfach einsetzen. Und man sieht jetzt halt auch, dass da ein Bild ist, weil vorher war da halt einfach nichts zu sehen. So, oder halt das zu sehen, was halt auch so ein bisschen nicht ganz hilfreich ist. Und so sieht man halt einen Platzhalter, wo man dann eben weiß, okay, so müsste das dann aussehen im Zusammenspiel mit dem anderen Inhalt, wenn man das jetzt zum Beispiel in Spalten macht oder nebeneinander in dem Zeilenblock. Und dann hat man ein besseres Gefühl, wie das ganze Layout aussieht. Ohne dass man jetzt zwingend ein Bild hinzufügen muss, was genau dieses Seitenverhältnis hat. Genau. Und ja, da kann man noch einstellen, ob das Ganze die Skalierung, wie die Skalierung des Bildes sein soll, also ob man es abdecken oder einpassen soll. Einpassen heißt halt, dass dann das Bild ja also wenn ich jetzt ein querformatiges Bild hier im Quadrat nehmen würde, würde halt oben und unten Platz sein. Und bei Abdecken würde es halt so rausgezogen oder reingezoomt werden, dass dieses komplette Quadrat ausgefüllt wird. Genau. Dann. Hüpfen wir mal. Nee, wir bleiben erstmal noch hier. Aber den Bildblock schmeißen wir mal raus. Und fügen mal. Kann man das von hier auch machen? Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Wartet mal. Oh, das ist ein bisschen groß. Das machen wir nicht. Wir nehmen das hier mal. Wo ist es? Da ist es. Ziehen wir das mal nach oben. Ich glaube, hier kann man das nicht machen. Nee. Okay. Vergessen wir das kurz. Für den nächsten Punkt müssen wir dann doch wieder in den Side-Editor springen. Und zwar hat sich ein bisschen was bei den Patterns getan. Lass das noch einen Moment laden. Man da nicht so, dass sich alles aufhängt quasi. Genau, also wenn man hier im Side-Editor ist und dann auf Vorlagen geht, also Vorlagen ist der deutsche Begriff für Patterns, also wenn ich Patterns sage, meine ich Vorlagen.
Genau, 2024, was hier aktiv ist, bringt eine ganze Latte an diesen Vorlagen mit. Genau, die sind auch schon, wie ihr hier sehen könnt, in gewisser Weise kategorisiert. Also haben wir so Banner, das sind dann diese Sachen hier, oder Footer, da gibt es drei Varianten davon, die man ja unterschiedlich einsetzen kann. Es gibt Handlungsaufforderungen. Das ist die deutsche Übersetzung für CTA oder Call to Action. Und ja, da sind halt die Patterns teilweise auch eben, wie bei das hier zum Beispiel, in mehreren Kategorien eingefügt, dass je nachdem, was man sucht, vielleicht auch das Passende dann trotzdem mit dabei ist. Und man kann jetzt, also hier geht es natürlich nicht, also ich kann jetzt die Patterns, die aus dem Theme kommen, hier nur duplizieren. Aber wir können das gerne mal. Machen wir das mal mit dem. Das ist schön übersichtlich. So. Und dann machen wir, damit wir es besser auseinanderhalten können, geben wir der Gruppe eine Hintergrundfarbe, und zwar das schöne Rot oder Orange, je nachdem. Ist eigentlich mehr ein Orange, ja. So. Und dadurch, dass ich das jetzt kopiert habe, also das ist hier meine Kopie, kann ich das natürlich auch bearbeiten, dieses Pattern. Aber was ich euch eigentlich zeigen möchte, ist, hier kann ich es nicht machen. Das ist spannend. Meine Vorlagen, kann ich es hier machen? Nee, ich muss hier reingehen in die Bearbeitung natürlich. Da wollte ich hin. Also es gibt jetzt hier, wenn ihr jetzt in der Bearbeitung seid von dem Pattern, diesen Block hier, diese Einstellung, das Wort wollte ich verwenden, dass die Vorlagenkategorien heißt. Und ich kann jetzt sagen, okay, das ist in der Kategorie Banner, Handlungsaufforderung. Und dann sage ich nochmal, was hatten wir noch? Nehmen wir mal Footer, auch wenn es kein Footer ist. Aber eigentlich müsste ich. Ja, genau. Also ich muss es eingeben und dann habe ich jetzt Enter gedrückt. Dann wird das hier quasi übernommen und kann hier so gesehen die Kategorien oder meine Pattern, die ich so zusammenbastel oder mir kopiere, kann ich verschiedenen Kategorien zuordnen. Wenn wir jetzt auf die Kategorie Footer gehen, dann sehen wir, dass dieses Pattern hier auch erscheint. Und diese Kategorie-Editierfunktion war tatsächlich bisher noch nicht möglich, aber jetzt kann man da eigene Pattern auch gestalten, wie man das möchte. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, nehmen wir es mal rote Pattern. Funktioniert das? Ich weiß, ich hätte es wieder orange nennen müssen, aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Genau, und wenn ich jetzt quasi hier hingehe, sehe ich, dass ich dadurch, dass ich einfach eine völlig neue Kategorie hinzugefügt habe, die es vorher noch gar nicht gibt, erscheint die hier auch in dieser Liste. Und da ist dann eben dieses eine Pattern drin. Das heißt, man kann darüber auch eigene Kategorien hier erstellen und die Sachen dann eben entsprechend zuordnen. Was natürlich nicht geht, ist, vom Theme die Patterns her zuzuordnen. Die sind halt in den fest vordefinierten Kategorien drin. Aber für eigene Pattern kann man das auf jeden Fall, kann man da auch die Kategorien frei sich aussuchen. Genau, was haben wir noch? Ach ja, Import und Export von Patterns. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal so ein bisschen mehr mit Patterns gemacht und vielleicht auch mal auf einer Testseite sowas eingestellt und dann stand man dann da und man kann die Sachen kopieren. Also wenn man jetzt hier auf Seite bearbeiten gehe und sage, ich möchte, dass diese Gruppe hier irgendwo anders hin übertragen, dann kann ich hier reingehen, kann hier sagen, kopieren.
Dann ist es in der Zwischenablage, kann dann in die andere Seite reingehen und das dann da einfügen. Das ist okay, aber wenn man, sage ich mal, sich so eine Vorlage gebastelt hat, die man sich weglegen möchte und nicht immer nur in die Seite reingehen muss, um genau dies, das zu machen, was ich gerade gemacht habe mit dem Kopieren hier, kann man jetzt auch sagen, als JSON exportieren. Das machen wir jetzt mal. Dann wird hier schnell ein Download generiert und da ist dann quasi mein Pattern mit dabei. Und die ganzen Informationen zum Pattern sind quasi in dieser JSON-Datei. Dann kann ich hier auch sagen, hier auf das Plus, also hier oben neben Vorlagen, die Vorlage aus JSON importieren. Da muss ich dann einmal in meine Downloads rein, dann das. Und schlauerweise heißt das jetzt weiterhin Kopie, aber man erkennt, was falsch läuft. Also, okay, Sonderzeichen oder ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Also diese Striche über dem E, das hat es nicht überlebt, aber im Prinzip kann ich natürlich andersrum, so. Kann ich dann da auch nach Belieben meine Patterns dann auf jeder Seite hinzufügen. Also mir quasi eine Kopie ziehen und dann sagen, ich füge das wieder ein auf der Seite, auf der ich es brauche. Nehmen wir das mal raus, weil das sonst ein bisschen verwirrend ist hier. Genau. Und noch eine Sache, die neu ist mit Patterns, da springe ich jetzt aber wieder zurück in den Blockeditor. Es ist ein bisschen übersichtlicher hier. Und zwar kann man hier auch die Vorlagen sich anschauen. Das ist im Prinzip fast ein, müsste eigentlich eins zu eins das gleiche Abbild sein wie das hier. Und wenn man jetzt hierüber sich Pattern aussucht, dann gehen wir mal in der Kategorie, die viele Pattern hat. Diese hier zum Beispiel. Da sieht man dann die ganzen Pattern vom 2024-Theme und das sind jetzt welche aus dem Pattern Directory. Also die kommen von WordPress.org, die sind standardmäßig, werden die mitgeladen. Und dann gibt es jetzt hier eine neue Funktion, die nennt sich Filter Patterns. Da kann ich dann sagen, okay, was soll die Quelle sein, wonach ich die Patterns filtern möchte? Ich kann jetzt nur sagen Vorlagenverzeichnis. Also das Pattern-Verzeichnis, von dem ich eben gesprochen habe, dann werden mir nur diese hier angezeigt. Theme und Plugins, dann werden mir nur die aus dem Theme angezeigt und wenn Plugins eigene Pattern hinzufügen, dann kommen die hier auch mit rein. Oder wenn ich meine eigenen Patterns mir angucken will und nicht diese ganzen anderen Sachen, die noch irgendwie dazwischen sind, also da wird natürlich jetzt hier, wenn ich jetzt hier in meine rote Pattern-Kategorie gehe, dann wird das hier auch angezeigt. Aber ich glaube, das kann man besser in der Kategorie sehen. Genau, weil hier sind jetzt noch natürlich noch ein paar andere Patterns mit drin. Und das ist mein neues Pattern. Wenn ich jetzt hier sage Benutzer, genau, dann ist hier auch noch eine zweite Kopie. Aber dann wird das quasi nur auf das runtergefiltert, was ich selber erstellt habe. Und zusätzlich gibt es hier noch einen Filter für synchronisierte und nicht synchronisierte Patterns. Also synchronisiert ist der neue Begriff für wiederverwendbar. Das hat man ja vor ein, zwei Versionen umgestellt. Genau. Und auch nach denen kann man hier filtern. Aber das macht hier keinen Sinn, weil ich hier nichts habe. Hier habe ich jetzt einen, der synchronisiert ist. Dann nehmen wir den mal hier rein. Genau, dann wird im Prinzip nur noch das synchronisierte Pattern angezeigt. Das haben wir noch. Genau, dann zeige ich euch nochmal wieder alle mit rein. Wenn ich hier noch ein Pattern suchen muss. Das müsste, glaube ich, in der Kategorie drin sein. Genau, das hier. So, machen wir das mal zu, dann sehen wir ein bisschen mehr. Eine auch neue Funktion, die es gibt, die Themes einschalten können. Ich glaube, sie ist standardmäßig deaktiviert. Also ein Block-Theme muss das in der Theme-JSON aktivieren. Ist hier der vertikale Text. Das Ganze ist hier eine Einstellung auch in der Sidebar. Nennt sich Richtung im Deutschen.
Dann kann man das natürlich horizontal ist oder Standard. Ne? Wir lesen von links nach rechts. Und da können wir jetzt aber auch sagen, wir kippen das einmal und jetzt wird das eben vertikal dargestellt. Und da ist eben dieses Pattern hier im 2024-Theme, dass das auch ja, zeigt, diese Möglichkeit. Das hatten wir auch schon. Genau, und eine neue Sache, die es auch noch gibt, aber dann machen wir hier mal Speichern. Wir müssen hier mal in. Gehen wir denn rein? Wir gehen hier mal rein. Kann ich das bearbeiten? Ja, genau. Also. Oh, hier habe ich es schon hinzugefügt vom letzten Meetup. Man kann jetzt Buttons hinzufügen als Elemente in einer Navigation. Also wenn wir uns das jetzt hier nochmal anschauen, genau, dann haben wir hier die Navigation, also den Navigationsblock. Der ist jetzt natürlich sehr voll mit den ganzen Testseiten, die hier dazugekommen sind. Aber wie ihr hier seht, ist das ein ganz normaler Buttons-Block. Das hier ist ein ganz normaler Button, so wie wir den kennen aus dem Content, was ja im Prinzip auch nichts anderes technisch als ein Link ist. Der ist halt nur ein bisschen anders gestylt und hat ein paar mehr Möglichkeiten zum Einstellen. Aber die kann man jetzt auch quasi hier mit hinzufügen zur Navigation. Genau. Und eine Sache, die auch neu ist. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier rausspringen. Gehen wir nochmal auf diese Überseite. Ich weiß nicht gar nicht, ob es hier drin steht. Genau, die Blockhooks sind noch eine neue Einführung. Funktionieren so ein bisschen wie die normalen WordPress-Hooks, die es schon ewig gibt. Das heißt im Prinzip, man kann sagen, wenn dieser und jener Block ist, in der Seite vorkommt, füge dieses extra Element hinzu. Also hier zum Beispiel ist das dargestellt mit einem Einkaufswagen-Icon. Das würde jetzt zum Beispiel bei WooCommerce, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie das schon umgesetzt haben. Wenn du sagst, okay, an der Navigation hänge dieses Icon dran oder hänge diese Funktion dran oder dieses Icon mit dem Button, wenn du da draufklickst, wird dir der Warenkorb angezeigt, ohne dass man das separat einstellen muss. Also das ist eine neue Möglichkeit, wie Entwickler das Entwickler einsetzen können. Und ich glaube, aber es steht hier nicht mit drin. Nee, tut's nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Aber dann springen wir direkt mal hier rein. Und zwar gab es früher oder bei allen vielen bisherigen Installationen ist es so, dass es immer, wenn man eine genau, wenn man ein Bild hochgeladen hat, dann wurde da immer so eine Seite mit generiert, die sogenannte Attachment Page. Das heißt, es war im Prinzip nichts anderes als Header, dein Bild irgendwie auf der Seite und dann der Footer, die eigentlich ziemlich nutzlos sind. Gerade auch für Suchmaschinen sind diese Seiten einfach nur Quatsch. Und das wurde quasi rausgenommen, allerdings nur bei neuen Installationen. Also wenn man ab jetzt mit 6.4 eine Seite neu aufbaut, dann ist das standardmäßig nicht mehr drin. Auf älteren Websites ist es noch da, man kann es aber auch ausschalten. Ich glaube, da gibt es auch ein Plugin für. Oder man macht es über die Options PHP. Also es gibt kein richtiges Setting, soweit ich weiß. Man muss das so ein bisschen über einen kleinen Hack, würde ich mal sagen, kann man da rankommen, um das umzustellen. Genau, aber das ist auch eine ganz interessante Sache, weil ja, es eben für die Suchmaschinenoptimierung natürlich besser ist, wenn diese sinnlosen Seiten, die einfach keinen Mehrwert bieten, nicht mehr indexiert werden können, weil sie einfach nicht mehr existieren.
Genau. Und vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, es gibt auch wieder einige Performance-Verbesserungen und Barrierefreiheitsverbesserungen auch in 6.4. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr natürlich gerne, genau, das ist hier so zum einen der, ja, der allgemeine Release-Artikel, wo ein bisschen was drin steht. Also die WordPress-Version heißt Shirley nach Shirley Horn, Jazzmusikerin. Genau, da steht im Prinzip auch noch mal so ein bisschen was da. Natürlich auf Englisch hier an der Stelle. Aber wenn ihr euch ganz im Detail mal die Seite überspringen wir kurz, ganz im Detail mal anschauen wollt, was Neues gibt es den sogenannten Field Guide. Da ist wirklich so gut wie alles aufgelistet, was jetzt technisch neu dazugekommen ist. Es ist sehr entwicklerlastig. Aber da ist dann wirklich zum Beispiel hier diese Blockhooks sind wieder mit dabei, was sich in den User Interface Components getan hat. Und dann natürlich auch noch aufgeteilt auf verschiedene Sachen wie Admin Notice Functions, gibt es neue HTML-APIs wurde angepasst, diese Attachment Pages, von denen ich gerade gesprochen habe und so weiter und so fort. Hier haben wir ein bisschen Object Caching, also Performance-Verbesserungen. Und ja, genau, das ist dieser Field Guide. Und wen das nicht so technisch interessiert, gibt es jetzt auch ganz neu so eine, ja, Landingpage, würde ich mal sagen, die auch so ein bisschen, ja, Showcase ist, was gibt es hier Neues. Ein paar Videos sind mit dabei. Und ja, ist einfach so ein bisschen, ich nenne es immer Apple-like, dass man so versucht, so eine hübsche Seite zusammenzustellen, wo man so ein paar Informationen hat, die jetzt auch wieder im Prinzip das Gleiche sind, was hier in dem Blogbeitrag steht, aber halt einfach ein bisschen anders aufbereitet. Auf jeden Fall was fürs Auge. Genau, das wäre so das Wichtigste zu 6.4. Und dann können wir ja noch mal in das Default-Theme springen. Oh, das ist noch eine alte Version, da habe ich mal ausprobiert. Dann gehen wir mal hier auf die Startseite rauf. Genau. Die Navigation ignorieren wir einfach. Wie gesagt, das sind einfach viele Seiten, deswegen ist die so umgebrochen. Genau, das letzte Release in jedem Jahr bringt immer ein neues Default-Theme mit. Das ist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren da so der Fall, dass sich das so ja, eingependelt hat. Das Default-Theme hat halt auch die Funktion, so ein bisschen zu zeigen, was kann eigentlich WordPress jetzt so standardmäßig. Und quasi jedes neue Default-Theme bringt halt auch seine neuen Sachen mit, wie ich gerade schon gezeigt habe, das Pattern, wo der Text eben vertikal ist, anstatt horizontal. Das wäre so ein Beispiel. Und ja, es gibt auch noch eine andere neue Funktion. Da möchte ich jetzt so ein bisschen was vorab erklären. Und dann kann man sich das auf jeden Fall auch noch mit anschauen. Also, es gab einen Aufruf. Wann war der denn? Im April oder so? Ich glaube, März, April müsste das so rum gewesen sein. Vielleicht noch Mai, aber ich glaube eher April. Dass das Release 6.4 wieder ein Underrepresented Gender Release ist. Was heißt das? Das heißt, dass die entscheidenden Positionen, also die Entscheiderpositionen, sagen wir es mal so rum, für ein Release ausschließlich von Menschen besetzt werden, die underrepresented sind. So im Technologieumfeld ist es natürlich so im Prinzip jeder außer Mann, wenn man das so ganz lapidar sagen möchte. Das heißt, dass sich da jeder drauf bewerben konnte, der nicht ein Mann ist. Sorry, Männer, tut mir leid. Und ja, das Release bestand überwiegend aus Frauen natürlich, aber auch eben Personen, die sich als non-binary identifizieren. Genau, und das hat eben schon mal stattgefunden mit WordPress 5.6 vor 2 Jahren. Nee, 3 Jahren tatsächlich schon, das war 2020. Und jetzt eben wieder. Und
ja, da habe ich mich natürlich auch mit drauf beworben und bin dann auch quasi angenommen worden als ein Teil dieser Release Squad, weil ich natürlich auch schon bei 5.6 mitgeholfen habe und beim 2023 Theme letztes Jahr. Da habe ich eine Style Variation mit beigesteuert und die wurde dann auch mit aufgenommen. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich in die Rolle des Default Theme Lead berufen wurde, zusammen mit der Maggie Cabrera. Was auch tatsächlich total super war, dass wir so ein Duo waren, weil das ist echt nicht zu unterschätzen, dieser Arbeitsaufwand, der mit so einem Theme einhergeht, da wir halt auch so ein bisschen das Problem hatten, ja, der Zeitrahmen war tatsächlich sehr, sehr knapp für das Default-Theme. Also das ist schon, war schon immer so, aber es war dieses Mal tatsächlich noch knapper, weil irgendwie so ein ganzer Monat noch gefehlt hat, weil man das Release auf den November vorgezogen hatte, beziehungsweise das letzte Release ja erst im August veröffentlicht wurde. Und genau, aber wir wussten schon quasi ab Juni, ab kurz vor dem Working Bureau Bescheid, dass wir das machen werden. Also das war schon sehr cool, da konnten wir schon ein paar Ideen spinnen. Und ich hatte so die Idee zu sagen, okay, wie wäre es, wenn man ein Default-Theme macht, was halt nicht nur ein Blog ist, wo man halt auch mal zeigen kann, WordPress, mit WordPress kann man auch andere Webseiten machen. Da kann man kleine Websites für ein Business machen, also Small, Medium Business, also kleine, mittlere Unternehmen oder ja, natürlich klassischer Blog ist auch mit dabei, kann man damit auch umsetzen, gar kein Problem. Oder halt jetzt auch für Künstler eben eine Portfolio-Webseite. Und das war so die Grundidee dahinter und Maggie fand die total geil und wir sind da quasi von der Minute eins an, ja, war das für uns so, das müssen wir machen. Und das war tatsächlich sehr spannend zu sehen. Also wir hatten dann noch ein bisschen, mussten erstmal noch einen Designer finden, weil ich bin leider kein Designer, Maggie leider auch nicht. Nach einigem Hin und Her ist dann noch jemand dazugekommen, und zwar die Bea, Beatrice Fialo, die ja quasi das Design entworfen hat, erstmal für das, was ihr jetzt quasi hier seht. Also das Theme, das ist tatsächlich schon ohne große Iteration relativ genau das, was wir zuerst gesehen haben, tatsächlich. Und dann war es im Prinzip nur noch, lag es nur noch daran, so Matt muss das leider noch freigeben. Also da gibt es auch so eine kleine Kontrollinstanz, wie das nächste Default-Theme aussehen muss. Das ist aber auch durchgegangen. Und ja, das hat uns natürlich sehr gefreut, dass das so übernommen werden konnte oder dass wir diesen Weg weitergehen konnten mit dem Default-Theme. Und ja, das Design ist großartig. Also mir hat es echt gut gefallen. Einzige, wo ich dann so ein bisschen gemeckert habe, war so, ja, es ist ein bisschen grau und weiß und grau, mal ein bisschen schwarz. Aber das hat sich dann zum Glück im Verlaufe der Umsetzung erledigt, dass da noch ein paar Style-Variationen hinzugekommen sind, die so ein bisschen Farbe mit reinbringen und das Ganze nochmal ein bisschen in einem, ja, anderen Farbschema zeigen. Und genau, können wir jetzt mal direkt reinspringen. Kann ich euch die mal zeigen? Gehen wir hier nochmal raus aus den Templates. Und gehen in die Stile rein. Genau. Da ist jetzt natürlich der Standardstil ist eben dieses Grau. Dann gibt es hier so ein Ember. Ja, eher so beige mit Orange, mit so knallorangenen Buttons. Dann haben wir Fossil, so ein bisschen gedeckter in Erdtönen. Eis ist so ein bisschen, ja, mit Blau, Graublau in der Richtung. Wer es ein bisschen knalliger mag, kann Malstrom nehmen. Das ist so schön
Ein schön angenehmen Blau. Also es ist nicht zu knallig, aber trotzdem eine sehr starke Farbe. Minze ist ein bisschen grün angehaucht. Dann haben wir noch ein dunkles Theme. Und Rost ist auch so ein bisschen, ja, wieder heller, so ein bisschen wie Ember. Aber wie man schon sieht, so von den Schriftarten her und von den Farben, von der Farbgebung her auch ein bisschen anders. Genau, so da hat man eine schöne Auswahl an überwiegend gedeckten Farben, die man da einsetzen kann. Aber wir bleiben mal beim Standardstil. Genau. Jetzt haben wir die Pattern natürlich vorhin schon so ein bisschen gesehen, die neu sind. Haben wir ja schon die Kategorien so ein bisschen gesehen und auch einen ersten Sneak Peek gehabt, quasi, was es so alles gibt. Hier seht ihr zum Beispiel Patterns mit den Bildplatzhaltern in dem entsprechenden Format. Also hier sind sie einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Genau, da gibt es drei verschiedene Variationen von. Und was es auch gibt, also es sind nicht nur einzelne Patterns, so wie ihr hier schon sehen könnt, halt auch ganze Seiten tatsächlich. Die findet ihr unter Pages zum Beispiel. Das sind eben mehrere Pattern einfach zusammengefasst zu einer sogenannten Page. Und die kann man halt auch direkt im Editor einfügen. Was ich jetzt tatsächlich noch gar nicht erzählt habe, ist, dass man ja, oh doch, ich habe es am Anfang kurz erwähnt, dass man ja zeigen kann, wie unterschiedlich die Webseiten aussehen sollen. Springen wir mal schnell hier nochmal rein. Das ist jetzt hier so die ja, das Standard-Template, was immer als erstes geladen wird, beziehungsweise wir hatten halt den Fokus, okay, machen wir eine Business-Website als erstes, ist halt mal was anderes als ein Blog. Und dann gibt es hier eben so die entsprechenden Patterns, die so ein bisschen, ja, so das häufigste widerspiegeln, was man so auf einer normalen Webseite für ein Unternehmen findet. Hier ist noch eine kleiner Blogabschnitt, also das sind Blogposts hier mit dabei. Und genau, dann gibt es, lass uns nochmal hier reingehen, zum einen Portfolio. Das sind die eher zusammengefasst, diese ganzen Portfolio-Pattern. Ach, hier sind aber auch noch die Pattern drin. Genau. Muss ich doch wieder in Pages zurückgehen. Genau. Dann haben wir hier einmal diese Blogging-Startseite. Das ist so klassischer Aufbau mit Content links und Sidebar rechts. Und das hier wäre die Portfolio-Startseite. Lass uns doch mal gucken, da müssen wir aber einmal, gehen wir hier rein. Und zwar kann man diese Templates auch komplett austauschen, ohne dass man alle Patterns löschen muss und wieder quasi von Hand einzeln neu hinzufügen muss. Und zwar gibt es das einmal hier hinter. Nee, hier hinter gibt es das nicht. Vergesst ihr mal eben, was ich gerade gesagt habe. Wenn man dann also hier in das Blog-Startseiten-Template reingeht, also das ist die erste Seite, die aufgerufen wird, das Template dafür, dann kann man hier in der Sidebar, Blog-Startseite steht, auf die drei Punkte gehen und hat eben Anpassung entfernen, das haben wir gerade schon gesehen, oder halt Template ersetzen. Und Template ersetzen ist diese neue Funktion. Wenn ich das jetzt aufmache, dann lädt es genau diese Templates für die Startseite, die es quasi als Vorschlag gibt. Also da haben wir einmal, hier ist das Business-Startseiten-Template, was ja schon drin ist, was wir ja ersetzen wollen. Und dann kann ich mich entscheiden zwischen dem Blogging-Startseiten-Template und dem Portfolio-Template. Und dann gibt es hier noch das normale Index-Template. Da ist einfach nur ganz normal stumpf, wenn ihr jetzt gar keine Blog-Startseite hätte, dann wäre das quasi das Template, was ihr sehen würdet. Ja, nehmen wir einfach mal Portfolio. Ich weiß, da sieht man jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel,
Dann switchen wir doch gleich drüber. Gut, hier natürlich im Backend sieht man dann die einzelnen Beiträge mit den Platzhalterbildern. Ich habe an den Beiträgen einfach keine Featured Images, nur bei diesem einen Beitrag ist hier eins dran. Und dann speichern wir das Ganze mal. Und dann können wir uns die Website mal anzeigen lassen. Und wir sehen, dass wir nichts sehen, weil natürlich keine Bilder hinzugefügt worden sind, außer dann natürlich das eine hier. Also das macht tatsächlich nur Sinn, wenn alle Blogbeiträge quasi Bilder haben, dann kann man hier natürlich eine schöne Bilderübersicht sehen. Dann lasst uns das nochmal austauschen. Seht ihr das auch nochmal in ein bisschen schneller? Ich lasse das hier noch zu Ende laden, dass man das auch nochmal so ein bisschen übersichtlich sieht. Genau, aber dann nehmen wir jetzt mal das Blogging-Startseiten-Template und können das dann da eben austauschen. So, dann speichern wir das nochmal. Und schon ist die ganze Startseite ausgetauscht, ohne dass ich die Blöcke einzeln hinzufügen musste oder hier diese Sidebar noch extra mich verbiegen musste, um die hinzukriegen, sondern kann das eben ja, schnell mal wechseln. Das muss ein bisschen im Theme definiert werden, was hier angezeigt wird, also welche Patterns quasi in dieser Übersicht angezeigt werden. Und ja, aber das ist halt eben Theme-Definitionssache. Das macht jetzt hier natürlich Sinn, weil wir eben diese drei Variationen haben. Genau, und da kann man dann eben entsprechend, ist nicht bei allen Templates so, aber bei einigen, wo das eben vorgesehen ist. Ich meine, bei den Archiv-Templates geht das auch. Schauen wir mal schnell rein. Nicht, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle. Gut, hier ist jetzt natürlich auch das wieder drin. Genau, hier kann ich auch Template ersetzen machen. Was habe ich hier noch? Müssten eigentlich die gleichen sein. Ja, sind im Prinzip genau die gleichen. Also hier könnte ich jetzt sagen, ach nee, ich bin wieder auf der Blog-Startseite gelandet. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Moment. Hier, alle Archive. Okay, ich werde quasi hier zurückgeleitet. Alles klar. Dann habe ich Scheiße erzählt. Sorry. Ja, aber theoretisch, so funktioniert das Ganze und Themes können das quasi mit definieren, was man da austauschen kann. Und hier für die Seiten gibt es zum Beispiel natürlich ganz normal Seite mit breitem Bild, mit Seitenleiste. Also da hat man hier ein breites Titelbild oder Beitragsbild in dem Falle. Mit Seitenleiste ist im Prinzip genau das hier, halt ohne diesen zusätzlichen Zitatblock oben drüber, ohne Titel. Also die gibt es nach wie vor, dass man die, wenn man seine Seiten macht, dann quasi das Template explizit auswählen kann für die einzelnen Seiten. Genau, und dann halt noch ein allgemeines Seitentemplate. Genau. Lass mich kurz mal meine Notizen gucken. Genau, die Patterns könnt ihr natürlich so einsetzen, wie ihr lustig seid. Also alles, was mit dabei kommt, kann natürlich nach eigenem Belieben dann definiert werden. Genau. Also es gibt insgesamt 38 Patterns. Wenn wir jetzt nochmal hier in die Vorlagen reingehen. Hier sind, jetzt stehen natürlich 41, weil ich noch drei eigene mit dabei habe. Das sind hier die unter meine Vorlagen. Heißt 41 minus 3 sind 38. Und ja, wie ihr schon gesehen habt beim Durchklicken vorhin, ist das natürlich immer, gibt es eine große Auswahl an dem, was quasi das Theme selber schon mitbringt. Genau. Dann würde ich aber sagen, wir hopfen noch mal in die Templates und ich stelle das noch mal um auf das andere Template, auf das Business Template.
Aber einen Moment, da wären wir. Genau. Und dann zeige ich euch nochmal was. Und zwar habt ihr vielleicht schon vorhin beim Durchscrollen gesehen, dass es hier so Überschriften gibt, die dieses Sternchen hier mit dabei haben. Da wurde lange darüber diskutiert, wie man das technisch richtig umsetzt. Da gab es verschiedene Lösungsvorschläge und schlussendlich wurde sich darauf geeinigt, dass das ein Blockstil wird. Das heißt, es gibt hier wie beim Bildblock zum Beispiel diese Auswahlmöglichkeit. Beim Bild oder beim Buttonblock gibt es das auch, dass man hier Standard hat. Dann ist man ganz eine normale Überschrift, da ist nichts besonders dran. Oder dann halt mit Sternchen, dann wird eben dieser Stern hier mit angezeigt. Die Positionierung von dem Stern ist auch so, wie die Positionierung von dem Header ist. Also hier ist er natürlich zentriert. Wenn ich den hier links ausrichte, wandert der Stern nach links. Gleiches passiert, wenn ich den nach rechts ausrichte. Also der Stern ist immer da positioniert, wie die Textausrichtung ist. Genau. Dann gibt es noch eine Sache, und zwar so ein Default-Theme soll auch immer darstellen, quasi was möglich ist. Hatte ich ja schon vorhin erwähnt. Und wir haben, lass mich mal das hier hinzufügen. Und zwar davor hinzufügen. Ach so, jetzt ist es ganz oben. Na, egal. Lassen wir das hier mal drin, weil dann können wir nämlich uns, ich glaube, in der Testimonial-Kategorie, genau. Da ist hier dieses Pattern Clients mit drin. Und dieses Pattern liegt tatsächlich nicht im Theme mit drin, sondern im WordPress Directory. Das heißt, wenn ihr wollt, dass eigene, nee, nicht das eigene, wenn ihr wollt, dass Patterns aus dem Pattern Directory oder Deutsch Vorlagenverzeichnis mit in die Auswahl hier konkret mit reinkommen, könnt ihr die tatsächlich inzwischen in der Theme JSON verlinken. Und dann werden die hier auch angezeigt. Und ob das Pattern nun aus dem Verzeichnis kommt oder eben vom Theme selber. Also wenn ich jetzt hier auf Vorlagenverzeichnis gehe, dann wird mir das hier auch angezeigt. Kann ich das tatsächlich, kann ich Patterns explizit so definieren, dass die auf jeden Fall mit angezeigt werden. Das ist hier bei dem Pattern der Fall. Die Kategorien kommen, glaube ich, von auch aus dem Vorlagenverzeichnis. Und genau, also das ist auch noch so eine Neuerung, die das Ganze ein bisschen einfacher macht. Also wenn wir jetzt auf, wie heißt WordPress.org/patterns gehen. Genau, dann ist man hier eben, die habt ihr vorhin schon vielleicht gesehen, ist man hier eben in dieser, in diesem Pattern Directory, und ich glaube auf Seite 2 war das. Das sieht man, das war das, wo man nicht viel sieht, doch auf Seite 3. Okay. Irgendwo hier ist dieses Pattern auf jeden Fall mit drin. Genau, aber dass es eben angezeigt wird, ist, oder das ist nicht in den Curated mit drin. Das kann natürlich sein. Ich meine, es wäre da mit drin gewesen. Ach nee, ist es nicht tatsächlich. Genau. Hier steht dann nur, we've worked with some of the best companies, weil natürlich hier diese Vorschau mit den Platzhalterbildern, weil das ja eine Frontend-Darstellung ist, dann nicht zu sehen ist. Das ist tatsächlich ein bisschen schade an dem Pattern, aber es gibt es, und das, ne, der Text ist ja hier der gleiche, und dann kann man hier eben verschiedene Bilder hinzufügen. Genau. Und auch noch eine, naja, Neuerung ist es nicht unbedingt, aber eine Wiedereinführung, sag ich mal. Ich gehe dazu mal in mein, Moment, in meinen, Editor rein. Und zwar gibt es eine Functions PHP.
Ich muss, kann das bestimmt auch mal ein bisschen größer machen. So. Genau, 2023 hatte ja tatsächlich keine Functions PHP mehr, weil da keine ja, Dinge eingesetzt worden sind, die eine Functions PHP benötigt haben. Aber 2024 bringt sie wieder mit. Also auch Block-Themes können eine Functions PHP haben. Und was hier passiert, sind einfach nur so ein paar Sachen, die eben das Theme betreffen, also eben Block-Styles, wie ich sie gerade schon angesprochen hatte. Es gibt einen Details-Block, da ist ein, da gibt es ein Dings mit einem Stil, mit einem Arrow-Icon, also einem Pfeil-Icon. Das ist der, kann man hier auch direkt mal eintragen, das ist der Vorlagen. Wo war der Text, glaube ich? Genau. Das ist hier dieser FAQ-Bereich oder das FAQ-Pattern. Und da seht ihr vielleicht hier schon, ist das mit dem Pfeil ausgewählt. Das ist der neue Details-Block. Oder ich weiß nicht, ob er so neu ist. Und da kann man auf jeden Fall Standard setzen. Dann hat man nur diesen kleinen dreieckigen Pfeil. Wenn man den umsetzt, hat man oder umstellt auf Pfeil-Icon, hat man eben dieses Pfeil-Icon dort drin. Und das Ganze, wie das Ganze zustande kommt, ist eben hier in der Functions PHP. Da wird das eben definiert und dann wird da noch ein bisschen CSS hinzugefügt, einfach dass dieser Glyph hier angezeigt wird. Und das Ganze gibt es dann noch mit ein paar anderen Sachen. Bei den Listen gibt es zum Beispiel Checkmarks als List-Bullet. Und hier ist der quasi mit Sternchen. Am Heading, also am Überschriftenblock. Gleiches Spiel hier. Dann gibt es noch einmal, werden noch mal extra Block-Style-Sheets geladen. Das ist auch so ein Beispiel einfach nur, wie man, gibt es eine CSS-Datei unter Assets, CSS, für den Button Outline. Das könnte man theoretisch auch anders machen, aber das ist jetzt eben, weil das Default-Theme ja ein Beispiel sein soll, gibt es da halt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man Dinge eben umsetzen kann. Und dann gibt es halt einfach noch eine neue Kategorie, die nennt sich Pages, also diese Pages-Kategorie, womit man dann eben die Patterns zuordnen kann, die quasi vom Theme fest vorgegeben wird. Genau, das ist einfach so in der Functions PHP mit drin. Genau, das war eigentlich schon so der Überblick über 2024. Ich habe jetzt somit das Wichtigste quasi euch gezeigt, was so neu ist, was schwierig war, was interessant war oder was anders ist als die bisherigen Themes. Ist vor allem dieses Template ersetzen ein ganz wichtiges Feature, dass man eben aus einem Theme heraus ja mehrere Varianten einer Webseite erstellen kann, aber das auch untereinander komplett mischen kann. Also das geht natürlich auch. Nur weil wir das so vorgesehen haben, heißt das ja noch lange nicht, dass man das nach Belieben einsetzen kann. Und ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören.